Manu. Und wie gesagt, zum normalen Zocken reicht der. Ich werde den auch auf jeden Fall behalten, damit ich dann, wenn ich quasi abends mal auf dem Sofa noch ein bisschen zocken will oder sowas, damit ich dann den dafür weiterhin nehmen kann. Aber wie gesagt, für die ganze Let's Play-Geschichte hier muss der doch schon etwas ordentlicheres her, auch schon alleine zum Aufnehmen und so habe ich halt sogar ziemlich oft die Zeit und auch die Lust. Nur dann dadurch, dass das Rendern und so halt mit diesem Laptop hier zwei Äxte haben wir noch. Die machen wir dann noch fertig und dann gucken wir mal, wie weit wir mit dem gesammelten Holz dann auch schon kommen. Genau, wenn das Rendern dann einfach so ewig dauert, dann ist man da schon mal noch länger mit beschäftigt, als es eigentlich sein müsste. Wo haben wir denn noch Bäume rumstehen? Da hinten in die Richtung. Aber ich glaube, das sind alles unsere selbst angepflanzten. Die würde ich eigentlich ungern umholzen. Dann müssen wir halt doch noch mal ein bisschen in die Richtung gehen. Da hinten fällt das ja nicht so auf, wenn wir da was wegnehmen. Ja, Rendern dauert dann halt leider immer sehr, sehr ewig. Plus, ich habe nicht das schnellste Internet. Also, in der Zeit, wo manch andere Leute irgendwie drei, vier, fünf Videos hochladen, schaffe ich ein halbes oder so. Gerade wenn ich es dann halt auch in einer etwas besseren Qualität rendere, geht die Uploadzeit absolut in die Höhe. Also ich habe jetzt, wenn ich zum Beispiel kürzere Vlogs oder so mache, die rendere ich dann auch gerne mal in 1080p. Aber das kann ich bei Let's Plays Videos, ey, ich habe einen Sprachschaden heute. Let's Play Videos kann ich das nicht machen, weil ich dann wirklich für ein Video, was eine Viertelstunde lang ist, mehrere Stunden Uploadzeit habe. Und jetzt im Moment, wenn ich das einfach so, wenn ich lade hier immer alle nur auf 720p hoch, da kann ich dann ungefähr immer pro Video eine Stunde einplanen an Uploadzeit. Und das ist halt, das ist okay. Also, das ist eine Zeit, mit der ich rechnen kann. Da denke ich mir so, was weiß ich, wenn ich einkaufen fahre oder kochen gehe oder weiß, ich mache jetzt irgendwas anderes oder so, dann kann ich nebenbei mal gerade zwei Videos hochladen. Absolut kein Ding. Nur wie gesagt, auf höherer Qualität wäre ich dann mit einem Video viel, viel länger beschäftigt. Ich habe das, ich glaube, ganz zu Anfang. Ich weiß gar nicht, ob ich die erste Harveys neue Augenfolge, die wollte ich damals in 1080 hochladen. Ich weiß gar nicht, ob ich es gemacht habe. Oder ob ich es dann wirklich abgebrochen und neu gerendert habe, weil ich weiß noch, dass das unglaublich lange gedauert hat, wo ich dachte, oh Gott, nee, 720p reicht. Das Problem ist halt auch, ich wohne halt ziemlich auf dem Dorf hier. Da kriegt man auch nicht wirklich besseres Internet. Was will man machen, ne? Aber wenn der Rest dann einfach schneller geht, das ganze Rendern und sowas, dann wäre mir damit schon mal extrem geholfen und es könnte auch wieder häufiger was kommen. Und das Schöne wäre dann halt auch, wenn ich meinen neuen PC habe, dann könnten wir auch mit anderen Programmen aufnehmen und dann könnte ich auch mal gerade so bei Minecraft oder wenn wir mal wieder was Gruseligereres spielen oder so, könnte ich dann noch meine Facecam vernünftig dazu machen. Weil wenn wir dann halt mit Open Broadcaster oder XSplit oder sowas aufnehmen würden, dann kann man das immer so schön direkt aufnehmen damit und hat dann nicht so mega viel Schneidearbeit danach und das wäre halt unglaublich praktisch. Und weil eigentlich ich habe so viele Ideen, was ich mit diesem Kanal hier machen möchte, was ich noch vorhabe und all sowas. Und da sind mir einfach von den technischen Gegebenheiten her die Hände gebunden. Und bist du noch ein Baum? Du bist noch ein Baum. Wie gesagt, aber ich sehe dem Ganzen ganz positiv entgegen. Ich spare da jetzt auch schon länger drauf. Die Tatsache, dass ich halt
meinen Nebenjob neben dem Studium verloren hatte, da so im Frühjahr. Und ich quasi 2 Monate dann erstmal was Neues gesucht habe und in der Zeit halt kein Geld reingekriegt habe, haben dem Ganzen doch leider extrem einen Strich durch die Rechnung gemacht, sonst hätte ich wahrscheinlich schon lange einen PC. Das war halt ein bisschen blöd, weil wenn man mal überlegt hat, ich habe da bei dem Job, den ich davor hatte, habe ich echt gut verdient. Und das Problem ist halt, da wo ich jetzt arbeite, verdiene ich knapp die Hälfte nur noch davon. Dann habe ich ja, ich habe ein Pferd, das wissen ja die meisten von euch, das kostet halt im Monat auch Geld. Und bei dem alten Job ist halt jeden Monat trotzdem immer noch so viel übrig geblieben, dass ich da ein ordentliches Stückchen zur Seite legen konnte für den PC. Aber wie gesagt, dadurch, dass da 2 Monate dieses Loch war, musste ich dann halt leider auch an mein Erspartes drangehen. Und jetzt verdiene ich, wie gesagt, leider nur noch die Hälfte. So, weil neben dem Studium kann man ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Stunden arbeiten. Weil sonst komme ich irgendwann mit dem Studium nicht mehr hinterher. Und das wollen wir ja dann auch nicht, ne? Und das hat das Ganze halt ein erhebliches Stück zurückgeworfen. Ich war fast fertig mit dem Sparen für den PC und dann kam diese Scheiße um die Ecke und dann war ich doof gewesen und dann war ich sauer und stinkig und meh. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ich bin im Moment sowieso so ein bisschen angefrustet, weil mich das Ganze mit diesem Arbeiten neben dem Studium etc. extrem nervt. Also ich muss sagen, ich würde jetzt nicht behaupten, ich arbeite gerne neben dem Studium, aber es ist halt, man sammelt halt Erfahrungen. Ich muss sagen, ich habe eigentlich relativ nette Kollegen und sowas. Also es ist jetzt, es könnte definitiv schlimmer sein, aber ich merke einfach im Moment ganz extrem, dass ich mal wieder Urlaub brauche und zwar ganz dringend, aber so richtig Urlaub. Ich meine, ich hatte jetzt die ganze Zeit Semesterferien, musste in der Zeit aber halt auch eine Hausarbeit schreiben und mehrere Bücher lesen und darüber, über das eine muss ich jetzt auch noch eine Hausarbeit schreiben, über die wir aber irgendwie immer noch nicht vernünftig Bescheid bekommen haben, worüber die genau jetzt sein soll und wie, naja, egal. Das waren halt in dem Sinne schon bis jetzt keine wirklichen Ferien und dann halt dazu auch noch immer dieses Arbeiten zwischendurch. Und das Schlimme ist ja, sobald Chefs dann erstmal mitgekriegt haben, dass man Ferien hat, kommt doch, können sie da nicht. Und man denkt sich ja mal, ja, ich meine, ich kann eigentlich, weil ich habe da quasi Zeit und ich bräuchte das Geld dann halt auch ganz gerne, aber ich halt einfach ganz gerne mal wirklich Urlaub, so 2 Wochen, wo ich wirklich machen kann, was ich will, wo ich dann auch nicht zwischendurch mal arbeiten muss. Ich muss gar nicht wegfliegen oder sowas. Ich meine, das wäre schön. Vor 2 Jahren war ich mit meinem Freund und meinen Eltern auf Fehmarn über Pfingsten. Da hatten wir total Glück gehabt, weil das war ein langes Wochenende. Und dann, es war wirklich wann ist Pfingsten? Ich glaube, im Mai oder so war das. Auf jeden Fall war es da schon so warm, dass wir quasi, glaube ich, 4 Tage oder was das war, komplett am Strand liegen konnten und sogar im Meer baden konnten. So warm war das da schon. Da hatten wir richtig Glück gehabt. Aber ich glaube, davor, das letzte Mal im Urlaub, so mit Strand und allem, wo man sich wirklich mal nur erholt hat, war ich, glaube ich, mit 14 oder 15 oder so. Und ich bin früher oft mit meinen Eltern in Urlaub gefahren, so fast jeden Sommer, wenn das mit deren Urlaubszeit und meinen Ferien und so damals gepasst hat. Und ich war dann, glaube ich, als ich 16, 17 war, 18, war ich da schon 18? Ich glaube, das war das Jahr, wo ich 18 geworden bin, war ich in England, aber das war auch mehr so ein Shoppen und Sightseeing und so ein Humbug-Alles-Urlaub. Also das war auch nicht Entspannung in dem Sinne. Und ich hätte einfach gerne mal wieder so einen entspannenden Urlaub. Wie gesagt, gar nicht mal mit unbedingt wegfliegen ans Meer oder so. Ich meine, wäre schön, auch dahin, wo es warm ist, mal wieder in eine andere Kultur, mal wieder schon wieder so ein Mammutbaum.
Mir wird das einfach reichen, wenn ich mal 2 Wochen hier zu Hause wäre, Zeit hätte, das zu machen, wo ich Lust zu habe, ohne zu denken, boah, du könntest die Zeit auch so wunderbar für den Mittagsschlaf nutzen, weil du musst nachher wieder arbeiten und dann das musst du noch machen und dann hier musst du noch was schreiben und das musst du noch lesen und sowas alles. Was essen könnten wir auch mal wieder, weil wenn wir das nächste Mal vom Baum fallen, sind wir tot. Das wäre halt einfach mal richtig schön. Das habe ich gerade so die letzten Tage gemerkt. Jetzt, ich meine, jetzt ist gerade wieder Montag. Ich musste Samstag, musste ich morgens arbeiten. Das heißt, ich hatte wenig Schlaf, aber immerhin den Tag, beziehungsweise den Resttag dann quasi frei. Da hatte ich den Sonntag frei. Dann heute ist jetzt quasi Montag. Heute muss ich auch nicht arbeiten. Ich muss erst morgen früh wieder arbeiten. Das heißt, jetzt geht es noch, aber ich merke einfach immer zum Ende der Woche hin, so Freitag, Samstag, dass ich einfach richtig K.O. bin. Gerade wie gesagt, wenn noch dieser ganze Unikrams dazu kommt, weil es ist zwar in dem Sinne keine körperliche Arbeit, aber auch sich konzentrieren kann nach ein paar Stunden anstrengend sein. Gerade wenn man das so hat. Wir haben einen Professor gehabt, der die Hausarbeit, die Abgabefrist dann jetzt einfach relativ spontan um 2 Wochen vorverlegt hat. Ich bin so der Typ, ich fange erst immer relativ spät mit sowas an. Es war meistens noch früh genug, dass ich da jetzt nicht so den Mega-Stress habe. Aber eben, es gibt ja wirklich Leute, die fangen dann einen Monat vorher mit an, das bin ich einfach nicht. Und ich denke mir, das sind die meisten Leute auch nicht. Wie macht ihr das denn? Wenn ihr wisst, ihr müsst was abgeben oder für irgendwas lernen oder so, macht ihr das kurz vorher oder fangt ihr da schon, was weiß ich nicht, viel früher mit an? Also ich mache das immer wirklich so, ich fange relativ spät erst mit sowas an. Aber halt immer noch so. Im Rahmen, so dass ich das noch einschätzen kann, wenn ich zum Beispiel weiß, okay, ich muss jetzt noch Buch lesen dafür, dann das Buch hat so und so viele Seiten und darüber muss ich dann noch was schreiben, dann plane ich mir das schon so ein, dass ich damit noch fertig werde. Also es wird dann zwar meistens wirklich so am letzten oder vorletzten Tag erst fertig, aber es wird halt noch rechtzeitig fertig, ohne dass ich mich, wer weiß, wie ich stressen musste. Ich wünschte manchmal, ich wäre so eine Person, die würde sich dann einfach direkt dahinsetzen, das machen und hätte dann den Rest der Zeit Ruhe. Aber ich glaube, das werde ich niemals werden. Ich hoffe, dass ich bis zu meiner Bachelorarbeit schlau genug bin und ich glaube, hier ist nichts mehr, oder? Genau, dass ich mir das bis zu meiner Bachelorarbeit dann irgendwie mal abgewöhne oder so. Da ist noch. Aber das passt schon irgendwie. Kriegt man alles irgendwie hin. Runterbuddeln. Aufsammeln. So, dann hacken wir diese Bäumchen hier noch weg. Lange dürfte die Hacke ja, die Axt eh nicht mehr halten. Und dann, weiß ich nicht, ich glaube, dann mache ich für diese Aufnahme auch erstmal Schluss. Ich weiß gar nicht, wie lang diese Aufnahme jetzt geworden ist, aber im besten Fall kriege ich da so 2, 3 Folgen raus. Ich denke mal 3. Mal gucken, wie ich das dann schneide. Ich muss mir das eigentlich auch mal wieder angewöhnen, mir einen Timer zu stellen, dann zwischen den einzelnen Folgen zu pausieren, weil ich dann erstens immer genau weiß, wie lange ich aufgenommen habe und wie viele Folgen ich daraus ungefähr machen kann. Und zweitens ist es weniger Schneidarbeit, weil ich dann ungefähr selber einschätzen kann, was alles so in eine Folge gehört. Zum Beispiel haben wir jetzt unglaublich viel durcheinander geredet. Wir haben angefangen mit dem ganzen Spendenkrams, dann Mammutbaum, der bleibt jetzt stehen, habe ich keinen Bock drauf. Mit dem Spendenkrams, dann haben wir ganz lange über Equipment geredet, jetzt habe ich ganz lange über Arbeit und Uni geredet. Und dann hätte ich das einfach schon vorher in Folgen unterteilt, dann wäre das eigentlich kein Ding gewesen. Aber
jetzt muss ich da wieder zum Beispiel genau gucken, wo ich das schneide. Ja, das ist auch alles Arbeit. Nicht viel, aber ne? Warum schwer machen, wenn man es auch einfach haben kann? Also mir macht das Schneiden und so Spaß. Es ist, wie gesagt, kein Problem. Stopp, das sind nicht unsere... Nee, das sind nicht unsere Hausbäume am See. Das ist ja eigentlich mit den Bäumen da hinten fast ein bisschen nachgemacht. Wie mit Chris, Inge und Günther bei Hanni, ne? Aber hier sind halt unsere Hausbäume. Wir können es doch irgendwas anderes hinpflanzen. Mach mal Blumen hin oder Kürbisse oder so. Dann sind das unsere Hauskürbisse. So. Noch irgendwas? Ich glaube, ich habe erstmal alles erzählt, was bei mir in den letzten Wochen so ging. Also eigentlich nicht. Also es ging eigentlich nur Uni und genau deswegen bin ich da im Moment auch so gefrustet. Vor allem, ich habe mich jetzt auch für ein anderes Zweitfach beworben zum Wintersemester, wurde auch angenommen und sowas alles. Das Problem ist einfach, ich möchte eigentlich kein Zweitfach studieren, weil das, was mich interessiert, ist wirklich mein Erstfach, nämlich Erziehungswissenschaften. Und alles andere sind mehr so Sachen, die ich eigentlich nicht machen möchte, für die ich aber trotzdem sehr viel Zeit aufbringen werden tun muss. Die ich eigentlich lieber in was anderes stecken würde. Also, wenn ich mir jetzt überlege, dass ich Erziehungswissenschaften quasi, wie viele Stunden ich da in der Woche jetzt habe. Und wenn ich quasi dann... So, Axt fertig. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Und das, was dann mit meinem Zweitfach quasi noch dazukommt, wenn ich mir halt quasi überlege, was ich da eigentlich an Zeit übrig hätte, wo ich dann arbeiten gehen könnte oder wo ich hier für den Kanal was produzieren könnte, was mir da quasi flöten geht für ein Fach, was ich eigentlich quasi nur studiere, weil ich ein Zweitfach haben muss. Ach, hier haben wir die Zäune reingetan gehabt. Dann können wir die ja gleich aus dem anderen Ding mal wieder raus holen und hier rein tun. Erstmal lagern, weil das so reicht das wohl? Ich weiß es nicht. Aber damit fangen wir dann eh erst in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Treppen dahin, dann können wir das da mal wieder rausholen, weil da hatten wir ja jetzt hier dann quasi was mit bei. Na, sei lieb. Wo tun wir denn das Grünzeugs hin? Wir hatten eine Grünzeugskiste. Das war diese hier. Na, wir machen eine eigene dafür. Weil das wird nämlich auch noch viel, was wir dafür brauchen. Nehmen wir das hier mal raus. Tun das hier mit rein. Hier, diese hier kommen, glaube ich, nach oben. Na, hier. Die können dahin. Oh, da ist noch ein Zauntor. Da. So, dann bringen wir das jetzt gerade noch nach oben und dann beenden wir die Aufnahme aber auch gleich. Erstens merke ich nämlich, dass ich husten muss. Zweitens, weiß ich gar nicht. Und drittens habe ich Rückenschmerzen. Nee, geht eigentlich gerade sogar noch. Aber dann kann ich das auch gleich noch ein bisschen schneiden hier und dann kann ich das quasi bald hochladen. Wo haben wir denn... Leder, ist das mit beim Monsterzeugs? Haben wir das mit in die Monsterzeugs-Kiste sortiert? Irgendwie nicht, ne? Gedöns. Ah, Leder ist gedöns, gut zu wissen. Aber die Spinnenfäden hier sind Monsterzeugs. Was muss denn noch weg? Wir brauchen eine neue Axt und neue Schäls. Und das Beef können wir gerade mal noch in den Ofen tun. Ding. Da. Dann basteln wir uns gerade noch eine neue Axt. Und, oh Gott, wie ging... So. Ich vergesse Minecraft-Rezepte mit Vorliebe. Dann haben wir hier wieder unser Essen. Oh, da ist ja noch ein Stack Holz. Das habt ihr wahrscheinlich schon wieder lange gesehen. Aber mir ist es auch noch aufgefallen. Ja. Und dann würde ich sagen, die Sonne geht unter. Wir stellen uns mal hier oben auf unseren Balkon. Haben wir nämlich hoch eine schöne Aussicht.
Da hinten die Kane noch irgendwo die Bäume im Hintergrund. Ist das nicht schön? Ich mache da mal einen Screenshot von. Moment, wie geht das? So ausblenden. So. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer der nächsten Folgen. Und, beziehungsweise wir sehen uns in der nächsten Folge. Aber wann die kommt, weiß ich noch nicht. Vermutlich relativ bald. Vielleicht nehme ich ja auch erst danach erst wieder Sims auf. Dann kommt ein bisschen Sims und danach kommt wieder Minecraft. Aber wir werden es dann ja sehen. Also, bis denne. Tschüss.